Servus! Heute gibt es die Glossy Box und zwar schaut die heute so aus und ich stehe heute einmal hinter der Kamera, weil ich einfach extrem krank bin. Und genauso schaue ich auch aus. Oh, heute habe ich nicht einmal mehr eine Masche, egal. Öffnen wir sie, das Heft durch die Arme zur Seite packen und schauen wir gleich mal direkt rein, was drinnen ist. Oh, schaut das heute schön aus. Schaut es einmal her. Das schaut heute wirklich sehr, sehr schön aus. Und fangen wir gleich mit dem ersten Produkt an. Nehmen wir gleich mal das da. Das ist eine Augencreme von Alverde. Daher ich manchmal mit Alverde nicht zurechtkomme, werde ich es einmal drinnen lassen und einmal überlegen, ob ich die überhaupt benutze oder ob ich die wieder verschenken werde. Weil Alverde habe ich jetzt dann öfters einmal Probleme gehabt. Dann, was ist das da? Sind das 3 Stück? Also das sind wirklich winzig kleine Haarrings, die werde ich mal rausholen. Die sind wirklich winzig, winzig klein. Uiuiui, sind die winzig. Okay, sind 3 Stück drinnen. Na gut, weiß ich noch nicht, was ich nicht benutzen kann, weil die sind wirklich viel zu klein. Gehen wir mal weiter mit den tollen Produkten. Was ist das überhaupt? Euterpflege. Speziell Euter. Jetzt ernsthaft? Okay. Das schaut sehr lustig aus, Euterpflege. Also, ja. Wäre auf jeden Fall am Durchschauen, ist auf jeden Fall, glaube ich, einmal eine Creme, oder? Ich werde es einmal rausdrucken mit euch. Oh, das ist ganz harte Creme. Und ich rieche leider gerade nichts, aber es fühlt sich auf jeden Fall nochmal sehr reichhaltig an. Wirklich sehr reichhaltig, also weiß ich noch nicht. Ja, es zieht auch gar nicht ein. Und ich rieche auch gar nichts. Also das ist ein komisches Produkt. Von dem werde ich auf jeden Fall was sagen. Ist auf jeden Fall Naturpflege. Sagt mir gar nichts, habe ich noch nie gesehen. Finde ich sehr interessant. Aber es zieht überhaupt nichts ein. Also ich habe jetzt sehr pickige Hände. Dann gehen wir gleich mal weiter. Dann ist was von Rituals drinnen. Ich wollte schon immer was von Rituals einmal in der Glossybox drinnen haben. Ich habe zwar einmal eine richtige Glossybox nur mit Rituals-Produkte gehabt. Aber freue mich jetzt auch sehr über das. Das ist ein Bodyöl. Das passt perfekt in die Sommerzeit, in die Winterzeit. Sommerzeit, ja. Da merkt man, dass ich schön Fieber habe. Dann ist da Band Beauty. Emily, bitte nicht dagegen drücken. Das schaut so aus. Das ist der Lidschatten, den ich haben wollte. Ich habe nämlich schon ein Glossybox-Video gesehen. Und das ist, glaube ich, der Lidschatten. Ja, wow, ist der nicht hübsch? Ich hoffe, ich sage jetzt nichts. Cream Color, ich glaube, das ist ein Lidschatten. Finde es sehr interessant. Schaut auch sehr schön aus, die Farbe. Also ich gehe jetzt nicht rein. Ich werde auch mal. Ja. Was draus machen? Ich werde jetzt nirgendwo reingehen, wenn ich eh schon so krank bin. Dann ist was, das hat mich sehr interessiert, von GoGo Tint Benefit. Und zwar ist das für die Lippen zum Abziehen. Da gibt es auf jeden Fall ein eigenes Video dazu, wenn ich wieder gesund bin, weil jetzt mache ich, wie gesagt, nichts, wenn ich krank bin. So, das war jetzt auch schon wieder das Video. Das waren die Produkte. Also, sehr interessante Sachen dabei. Werde natürlich alle sehr gerne testen. Preise sind ja wieder eingeblendet worden, das werde ich jetzt dann gleich machen. Und ich habe mich gefreut, dass ihr dabei wart. Entschuldigung, dass es so ruckelt. Jetzt ist meine Tochter auch dabei. Bis dahin, für euch.